ich alles will. Ja, dann komm ich durch die Prüfung im nächsten April. Mit viel jugendlichem Elan wurde am 3. Oktober in der Volksschule Kitzbühel das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Mit Musik, Gesang und einem kunterbunten Treiben feierte man die mit viel Hingabe geplant und gebauten neuen Schulhof. Könnte ich singen und jetzt läge es nur an mir. Doch ich sagte, Dankeschön, ich bleib noch etwas hier. Ich geh noch zur Schule, ich hab keine Zeit. Ich muss noch viel lernen. Darum tut es mir leid, so leid. Als Schulreferentin freue ich mich natürlich besonders, dass zum 100-jährigen Jubiläum der Volksschule Kitzbühel der Schulhof neu gestaltet wurde. Es ist ja ein längeres Projekt gewesen, das sich schon seit 6 Jahren zieht. Die Schulhöfe wurden in 3 verschiedenen Etappen gestaltet und jetzt konnten wir die Gesamtgeschichte beenden. Gut, ihr lieben Leute, wisst ihr, was da wer gefeiert hat? Unser Schulhof, der was so fein gemacht ist für uns Kinderlein. Sogar zu naschen gibt's etwas, das macht uns Kinder sehr viel Spaß. Schaukel, Rutschen, Klettergarten, die Pause kann man kaum erwarten. Ein riesengroßes Dankeschön an die, die uns so gut verstehen. Erfreulich ist natürlich auch, dass wir die Schulhofgestaltung mit 2 Kinderprojekten schmücken können. Wir haben am Beginn der Elternverein damals noch unter der Führung von Dr. Walter Fuchs, dem ich an dieser Stelle wirklich danken möchte. Er hatte die Idee, die Schulhöfe neu zu gestalten. Ein Kinderprojekt durchgeführt haben, Spielraumforscher unterwegs, in dem die Kinder ihre Lieblingsplätze zeigten und wir dann vom Elternverein aus eine Hitliste erstellten und jetzt wirklich im Schulhof diese Wünsche berücksichtigt haben. Alles konnte natürlich nicht berücksichtigt werden, zum Beispiel den gewünschten Schulhund, den können wir natürlich nicht in der Volksschule platzieren. Und beschließen werden wir das Schulhofprojekt mit einem weiteren Kindergestaltungsaktion. Martin Metzger wird mit über 160 Kindern die Schulhöfe noch bemalen und künstlerisch gestalten. Und das freut mich natürlich besonders, dass auch die Kinder mit dabei sind. Die Schulpflicht eingeführt, dumme sind ihr best. Hip-Hop, Hip-Hop, wir singen nun den Falschuren. Hip-Hop, Hip-Hop, zur Schule gehen, das ist okay. Das alte Schulhaus war bald zu klein, da mussten die Mädchen ins Rathaus rein. Wisst ihr, wie der Mann nun hieß, der die neue Schule bauen ließ? Bei der Schulhofgestaltung geht es eigentlich um die grundsätzliche Prämisse, was der Pestalozzi, der Schulvordenker, schon vor Jahrzehnten formuliert hat. Lernen ist nicht nur auswendig lernen, sondern geht es um Lernen mit Hirn, mit Herz und mit Hand. Und deshalb ist der Schulhof so wichtig, weil die Kinder hier begreifen lernen, was angreifen. Sie können bei der Naschhecke zugreifen und Bärensträucher Bären essen, sie können hinaufklettern, sie können hinunterrutschen. Es ist ganz wichtig, dass Lernen auch mit Erholung und mit sich aufhalten im Freien verbunden ist. In Kitzbühel war es so, dass auf ganz basisdemokratische Art der Elternverein und nicht die Gemeinde selber das Projekt initiiert hat. Es hat 4 Jahre gedauert, bis es umgesetzt wurde. Es sind 3 Höfe, die gestaltet wurden, und der größte von dem sind wir da. Der war vorher ein Parkplatz für 30 Autos, ca. 1000 Quadratmeter groß. Und dieses Parken hat auch weiterhin sein sollen.
aber gleichzeitig hat es auch einen Müllhof gegeben, den man entfernen wollte. Und so haben wir diesen Müllhof in die Böschung hineingebaut und auf dem Müllhof kann man jetzt herunterrutschen, da kann man hinaufklettern. Es ist diese Böschung als Abenteuerhügel gestaltet und die große Fläche in der Ebene soll weiterhin in den Ferien als Parkplatz zur Verfügung stehen. Aber dass sie auch zum Ballspielen in erster Linie da ist, sieht man an der rot bemalten Ballspielfläche. So ist eigentlich jetzt für die Autofahrer in den Ferien, aber auch für die Schüler und für die Jugendlichen, die am Nachmittag hier spielen und sich aufhalten wollen, für jeden eigentlich etwas geschaffen. Kitzbühel ist eines der wenigen Beispiele, die es in Tirol aktuell gibt. Aber die Neugestaltung und Aufwertung der Schulhöfe ist etwas, was in Mode kommt. Es ist längst an der Zeit dafür. Man sollte ja bedenken, 300 Schüler, die sich jeden Tag eine Stunde hier aufhalten, das sind 60.000 Stunden, die Schüler hier in dieser Fläche sich aufhalten. Es ist also kein Luxus, sondern es ist eine dringende Notwendigkeit, wenn man modern Kinder bilden will. Wir haben heute den Schulhof eröffnet als Anlass des 100-jährigen Jubiläums unserer Volksschule, die am 16. September 1906 feierlich eröffnet wurde, damals unter Mitwirken des damaligen Direktors Franz Walde, des Vaters unseres berühmten Malers Alfons Waldes und des damaligen Bürgermeisters Franz Reisch. Und als Erinnerung an diese Tat, die ein Meilenstein für die Stadtgemeinde gewesen ist, haben wir gesagt, wir machen auch einen kleinen Meilenstein, ein Signal für unsere Kleinsten, einen neuen Schulhof, der wirklich außerordentlich gelungen ist, dass der Lebensraum und die Bildung für unsere Kinder zu den wichtigsten Gütern zählt und wir damit auch hier etwas realisieren können, damit hier der Raum in der Volksschule wieder etwas neuer, netter gestaltet ist. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig. Man sieht es auch. Die Kinder sind begeistert, es sind viele Eltern da. Und somit ist es eine sehr gelungene Veranstaltung und ein sehr schönes Projekt. Lass ihn.